Ja, ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen nach dem Spiel gegen SV Lippstadt vor 1561 Zuschauern. Endstand 3:4. Ich darf den Trainer von Lippstadt, Felix Bechtold, begrüßen und unseren Trainer Yuseyev Doğa. Das Spiel ging 3:4 verloren. Und wir möchten uns vorher, bevor wir jetzt anfangen mit den Statements, nochmal bei Felbert bedanken, dass wir hier unsere Heimspiele austragen können. Trainer von Lippstadt, bitte zum Statement. Vielen Dank und hallo in die Runde. Uns tut der Sieg natürlich richtig, richtig gut. Ich glaube, wir hätten jeden Punkt mitgenommen, dass dann auch das Maximale ist. Gebührt, richtig stolz. Freut mich wahnsinnig für die Jungs. Ich glaube auch, wir sprechen hier heute nicht von einem glücklichen Sieg, sondern von einem hochverdienten Sieg. Wir hatten einen Plan und die Jungs haben den verfolgt, besessen verfolgt. Die sind gelaufen, sie haben gut verteidigt, sie sind im Kollektiv und gut unterwegs gewesen, sodass man wirklich hier auch von der ersten Minute an den Glauben hatte, dass wir was holen können. Und das war auch so dieser Plan, dass wir mit Sicherheit wussten, dass hier auf der anderen Seite richtig Qualität, individuelle Qualität ist, aber wir auch viele Schwachstellen identifiziert haben, die wir bespielen wollten und die dann auch letztendlich dazu geführt haben, dass wir es hier heute dann auch mit einem Dreier landen konnten. Und das ist einfach harte Arbeit und wir hätten uns auch mit Sicherheit in den Wochen davor in dem ein oder anderen Spiel mehr belohnen können. Ich glaube, das war heute einfach auch mal so ein Sieg, den wir uns irgendwo in den letzten Wochen verpasst haben zu erzielen, aber dann auch heute regelrecht verdient. Und ich glaube, dass dann hinten raus so spannend noch geworden ist, liegt auch ein bisschen an der Erfahrung meiner jungen Mannschaft. Da müssen wir natürlich das Wichtigste mitnehmen. Solche Spiele braucht man, um sich weiterzuentwickeln. Das haben wir heute getan. Und zeigt auch, wenn wir am Maximum unterwegs sind, dass wir in der Liga auf jeden Fall mithalten können. Und das macht uns stolz. Jetzt blicken wir auf eine Woche noch mit zwei Spielen, Pokalspiel unter der Woche, wo wir genau da weitermachen wollen mit dem Selbstvertrauen, was wir heute getankt haben. Und dann mit dem Heimspiel am kommenden Samstag wäre es dann gut, wenn wir die Woche sehr, sehr gut abschließen. Wir haben einen guten Start gemacht, aber wir müssen jetzt weitermachen. Vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön. Erstmal Glückwunsch an Lippstadt. Klar, wenn der Vieto machst, dann ist aktuell bei uns ist es so, dass wir irgendwo der Aufbaugegner sind für jede Mannschaft. Letzte Woche gegen Felbert, heute jetzt gegen Lippstadt, davor im Pokalspiel. Ist sehr enttäuschend im Moment, muss man sagen. Ob jetzt erste Halbzeit gut oder schlecht. Wir machen den Gegner immer durch individuelle Fehler stark in der ersten Halbzeit, haben ja klar die besseren Chancen, aber irgendwie überhaupt nicht eiskalt vor dem Tor im Moment. Das ist natürlich bitter. Wir haben auch aktuell nicht das Matchglück, mit dem ersten Fehlpass von Patze, wo wir das Gegentor kassieren. Ja, und dann macht das natürlich was mit den Köpfen der Spieler. Und wie wir dann in der zweiten Halbzeit die Tore verteidigt haben, das hatte nichts mit Regionalliga zu tun, um ehrlich zu sein. Und dann kannst du auch keine Spiele gewinnen und kannst nicht immer jedes Mal am Ende dann hoffen, dass du irgendwie nochmal das Ding drehst. Aber also darfst du halt einfach keine Gegentore kassieren. Und dadurch machen wir es natürlich einfach selber schwach. Man sieht halt dann bei den ein oder anderen Spielen einfach, dass der Glaube dann doch irgendwann dann fehlt, dass das Ding nicht mehr rumbiegen kannst, weil das Selbstvertrauen ist dann auch nicht mehr da und da kommt ein einfacher Ball nicht mehr an, kommt ein einfacher Flugball nicht mehr an und es hilft alles nichts. Wir müssen schleunigst da rauskommen, egal wie. Jetzt zählt einfach irgendwo nur dann, irgendwann. Ich hoffe am besten nächste Woche schon einen dreckigen Sieg zu erlangen, aber im Moment, wie wir uns präsentieren, ist es nicht gut. Deswegen nochmal Glückwunsch an Lippstadt und danke. Dankeschön. Ja, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Mikro ist da, bitteschön. Der Trainer von Lippstadt hat gerade den Plan angesprochen, den seine Mannschaft verfolgt hat.
Hüsefe, der war ja offensichtlich vorne gut drauf zu gehen und das hat in der ersten Halbzeit hat man das ja auch gesehen. Was war denn der Plan, dagegen zu spielen? Wir haben sehr viele Rückpässe gesehen und relativ mutloses Spiel. Ja, wir haben ja, ich sag mal, wenn ich jetzt mal die Großchance in der ersten Halbzeit sehe, haben wir wirklich sehr gute 3-4 Möglichkeiten. Peitz zweimal, Terrazino, Damian Macheta. Der Plan, klar, hinten heraus zu spielen, ja, die erste Linie zu überspielen. Aber wie gesagt, wenn du den Mut dann in gewissen Situationen nicht hast, dann die erste Linie zu überspielen, dann kommst du halt nicht ins gegnerische Hälfte. Und dann war es halt nach dem Gegentor umso schwieriger, was ich gerade auch schon gerade gesagt habe, ist halt dieser Kopf dann, dieser Mut, der dann einfach fehlt. Und ich sage, wenn wir unsere Dinge machen, was wir aktuell nicht tun, ja, in der ersten Halbzeit, wo wir wirklich sehr gute Möglichkeiten haben, dann gehen wir in Führung. Und das passiert aktuell nicht und das ist unser Problem. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ich kann das Spiel nochmal annehmen. Das ist nicht der Fall. Ja, dann danke ich den beiden Trainern und Lippstadt eine gute Heimfahrt und Ihnen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön.